Herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Until Dawn. In der letzten Folge war ja ganz schöner Zickenkrieg. Und jetzt geht's endlich weiter mit Until Dawn. Und ich habe jetzt andere Kopfhörer. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser ist. Und wir legen mal los hier. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Ein Selfie? Er grinst aber komisch rein irgendwie. Okay, jetzt. Jeez. So, jetzt aber. Genau. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Jetzt wird's hier ein bisschen romantisch. Jetzt können wir hier auch ein bisschen rumlaufen wieder. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Mike will ein bisschen anheizen. Das kann er ja mal machen. Ich hoffe bloß, dass man die Geräusche nicht hört. Auf meinen Kopfhörer. Okay, ich kann sie wieder was fragen. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem... Zustimmen, Bär. Emily war total bescheuert. Oder widersprechen, lass M einfach okay. Ich würde mal sagen, zustimmen. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Würde ich auch mal sagen, ihr Pech also. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist eine Türe. Und es passiert nichts. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Okay, es funktioniert immer noch nicht beim zweiten Mal. Eigentlich kann man ja da hochklettern, oder? Dann nehmen wir eben einen Umweg. Ist hier einer? Mike! Hier ist noch was. Okay, klar. So ein Todestodem. Okay, Gefahrtodem. Da haben wir gerade eben einen Clown gesehen. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Bleib mal chillig drauf. Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Und jetzt runter damit. Und jetzt auch noch. Sehr gut, Mikey. So, jetzt nochmal. Und jetzt aber, jetzt läuft's. Sehr gut. Der Strom ist schon mal da. Echt genial. Oh oh. Das heißt jetzt wohl nichts Gutes. Da war der Eingang. Genau hier. Und jetzt müssen wir auch hier durch können. Jetzt aber. Sehr gut. Da, Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Okay, sie hat ein bisschen Musik auf dem Handy. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Sie kann es wohl kaum erwarten. Und ich glaube, so langsam passiert was. Weil es irgendwie mit der Zeit jetzt schon ein bisschen zu ruhig ist. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt... Krieg ich Gänse. Fragen? Woran erinnerst du dich?
Oder respektvoll, mögen Sie in Frieden ruhen. Ich würde sagen respektvoll. Tja, wo auch immer Sie sind, Sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an Sie denken. Eine schöne. Huch, habt ihr das gerade auch gesehen? Die Synchro, die hat gerade irgendwie nicht gepasst. Das ist auf jeden Fall ein weiter Weg, wo wir laufen. Okay. Was war das? Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Wurde da jemand geschlachtet oder wie? Ich habe keine Ahnung. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Fuck! Eieiei. Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Das war aber knapp jetzt. Du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Vorsichtig, schiebe die Lore weg. Oder heroisch, ich springe runter. Ja, ich wollte ja sagen, ich springe runter. Dass sie nicht so alleine ist. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Oh, oh. Habt ihr das gesehen? Hey, Adonis! Hinter mir war einer. So wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! So, jetzt aber schieben, 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 schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Der Witz war aber schlecht. Und hinter uns ist ja einer. Der wird auch bald aufkreuzen, schätze ich jetzt mal. Hier sind lauter Wagen. Was passiert jetzt? Wow, 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 wow. Boah. Wow, 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 wow. Scheiße. Oh. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Ich habe gerade noch den Knopf gedrückt. Sonst wäre wahrscheinlich überfahren worden. Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte. Bin ich hier überhaupt jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Wo? Alles klar? Ja. Das war mega knapp. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, würde ich auch mal sagen. Was ist eigentlich hier? Ist das eine Sackgasse? Nee. Hier haben wir was. Eine kleine Zigarre. Schräger Ort, um gewöhnlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Da war auf jeden Fall jemand hier. Vor ein paar Minuten auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch was. Ein Symbol haben wir entdeckt. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Das hat irgendjemand hingemalt. Aber wozu eigentlich? Um die Leute abzuschrecken? Ein Plan? Gefahrenkarte der Mine. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Okay, gut zu wissen. Gibt's hier sonst noch was? Hier ist nichts mehr.
Gut, dass wir eine Taschenlampe dabei haben. Das wird auf jeden Fall immer wieder dunkler. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wir sind wieder draußen, so wie es aussieht. Ist hier jemand? Hallo? Mir gefällt die ganze Sache nicht. Wir können aber auch in die Richtung gehen. Oder? Nee, da können wir nicht entlang. Ich gehe ja schon hier hoch. So, muss ein bisschen langsamer werden. Sonst laufen wir aneinander. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Der nächste Witz. Okay, okay, Spaß der Pilot. Haben wir was? Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich hab jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wo? Was war das? Ich kann's nochmal, oder? Und ich krieg da jetzt nochmal einen Schrecken. Ich weiß es jetzt nicht. Was war das denn überhaupt? Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Wir sind nicht alleine. Darauf kann es sich auf jeden Fall verlassen. Hey, Jess? Mhm. Okay, wieder was zum Lesen. Okay. Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen. Na, ganz toll. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären. Wir können schon Bären streichen, aber ein Plüschtier, wenn dann. Also jetzt keinen echten, was sonst ist wohl. Ja, ich wollte mal sagen, der Kopf ab. Auf jeden Fall haben wir jetzt was zu lesen. Blackwood Pines, Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf. Dieser mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Walpits, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Natürlich geht der Text noch weiter. Grizzly Bear, Urus, Arctos, Horripilis. Okay, kann ich jetzt nicht so gut lesen. Der Grizzly ist ein Allesfresser mit ausgeprägten Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, ein Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fleisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Ah, okay, gut zu wissen eigentlich. Rocky Mountain Walpiti. Der prächtige Walpiti durchstreift dieses Land schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind die dominanten Männchen Bullen dafür bekannt, ihre Herden vermehrt gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Okay, gut zu wissen von den Bären. Tut mir ein bisschen leid, falls ich jetzt ein bisschen schlecht gelesen habe. Weil ich auch ein bisschen müde schon bin. Geht's hier weiter? Ah, hier geht's tatsächlich weiter. Ist wahrscheinlich wieder zurück. Machen wir mal die Tor jetzt mal auf. Zusammen öffne dich. Und Ladies first. Gehen wir mal wieder zurück.
Und irgendeiner lauert rum. Das wissen wir jetzt bereits. Und die denken tatsächlich, dass sie alleine sind. Schön wär's, würde ich mal sagen. Ist irgendwie zu ruhig hier. Ich glaube, es passiert gleich was. Ein Hirsch. Wow. Okay, ich habe mich jetzt nicht erschrocken, wirklich. Vorsicht, Spatz. Aber Mike hat sich erschrocken. Genervt. Retten. Ratten mit Flügeln? Oder witzig? Ich habe nur geflirtet. Ja, machen wir mal so witzig. Weil ist ja so ein witziger Typ. Na, machen wir's mal. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Mike hat sich nur ganz leicht erschreckt. Die Brücke ist auch sehr gefährlich. Da bin ich aber auch mal gespannt, ob wir ein paar Bären sehen. Überhaupt. Oder ob das nur so Plüschtiere sind. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin! Hey, Mike! Du hast da was im Gesicht. Ah. Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Wo ist jetzt? Jess? Oh, oh. Jess! Was ist jetzt mit Jessica passiert? Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Sam! 22.44 Uhr. Willst du noch mal ein Bad nehmen? Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Jeder möchte wohl gern ein heißes Wasser haben. Auch die Sam. Und ich schaue jetzt ganz kurz, wie lange ich schon aufnehme. Okay, gut zu wissen. Was haben wir hier eigentlich noch? Hier haben wir jetzt nichts mehr, was wir so lesen können. Dann geht's jetzt zusammen mit Josh. Wollen ein heißes Wasser holen oder so. Oder zum Brunnen. Dass es dann wieder funktioniert.